Hey Leute, mein Name ist Fantu und heute gibt's mal wieder eine kleine Runde Call of Duty. Diesmal auf der wunderschönen MW2 Map Terminal unter MW3. Wir PCler haben diese Map jetzt am Freitag auch bekommen und ich dachte mir auf jeden Fall, das ist ein schöner Grund, MW3 mal wieder anzuwerfen. Und in meinem Fall war es ein schöner Grund, um überhaupt mal wieder ein bisschen zu zocken. Ich habe nämlich seit 6 Wochen praktisch nicht gezockt. Ich habe kein Battlefield 3 gezockt, ich habe kein Call of Duty gezockt. Und das Einzige, was ich ein bisschen gezockt habe, war Next Quiz für 62 Minuten laut Steam. Das ist so ein Arena-Shooter, den es eben letztes Wochenende kostenlos zum Spielen gab. Und den musste ich auf jeden Fall unbedingt mal ausprobieren. Vor einiger Zeit hat nämlich der Friseur mal ein bisschen was dazu gemacht. Die Beta für die Xbox ist nämlich schon ganz schön lang irgendwie draußen gewesen. Und für den PC konnte man eben letztes Wochenende kostenlos spielen. Geht so ein bisschen in Richtung Halo, muss man sagen. Dazu werde ich, denke ich, auf jeden Fall noch ein Video machen. Kommen wir aber jetzt mal zur Map Terminal. Ich muss sagen, ich war sehr gespannt, wie sich diese Map spielt unter MW3. Ich habe so ein bisschen befürchtet, dass man einfach irgendeine Map genommen hat, die in MW3 geklatscht hat und dann einfach rausgehauen hat. Allerdings war es anscheinend doch so, dass man auch geguckt hat, geht diese Map überhaupt unter MW3? Und es ist auf jeden Fall so, die Map funktioniert unter MW3 auch, wie ich finde. Die Map macht unter MW3 auch Spaß, spielt sich immer noch richtig gut. Da sieht man auf jeden Fall, dass das Map-Design richtig schön ist und dass bei MW2 doch einige schöne Maps dabei waren. Was mich zurzeit noch ein bisschen stört, sind die Farben. Die finde ich irgendwie ziemlich komisch und ungewohnt. Ich hoffe, dass sich das widerlegt. Die Farben in MW2 waren einfach schöner, wie ich finde, allgemein bei den ganzen Maps. Irgendwie schaut es bei MW3 alles so kühl aus. Ich denke, jeder kennt diese Farbunterschiede und es macht sich natürlich dann doch extrem bemerkbar, wenn man eben eine Map vor Augen hat, die man auch in anderen Farben kennt. Dass so noch ein bisschen was umgeändert worden ist, stört mich überhaupt nicht. Also dieser eine Shop ist ja jetzt irgendwie ein bisschen umgebaut worden. Es ist jetzt irgendwie ein Elektroshop und war davor irgendwie ein anderer Shop. Ganz genau weiß ich es gar nicht. Ist aber jetzt nichts, was irgendwie stört und letztendlich rennt man da eh einfach immer vorbei und achtet nicht wirklich drauf. Was mich an MW3 allgemein noch ein bisschen stört, ist die Lag Compensation. Da hat sich jetzt in den 6 Wochen leider überhaupt nichts getan. Wäre auf jeden Fall richtig schön gewesen, wenn ich heute gezockt hätte und die Lag Compensation wäre weg gewesen. Allerdings war das, denke ich, auf jeden Fall klar, dass sich da nichts geändert hat. So ist es halt einfach bei Infinity Ward. Viel passiert da nicht, viel passiert da leider nicht. Und die Lag Compensation ist dementsprechend immer noch da. Und weil ich persönlich ziemlich oft Host werde, weil mein Internet leider recht gut ist, ja, es ist schon soweit, dass man leider sagen muss, es ist halt so, dass ich richtig oft aus den Spielen rausgehen muss, weil es so extrem laggt. Dazu habe ich ja im letzten Video von mir schon mal ein bisschen was gesagt. Also der Unterschied zwischen Server und Lag Compensation im Matchmaking-System ist einfach so krass. Man spürt es so extrem, es fängt einfach an zu lecken. Von daher ist es schon ganz schön schlimm und ich bin wirklich froh, dass es bei Black Ops 2 wieder Server gibt. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ihr habt jetzt gehört, mein einziger Kritikpunkt zurzeit ist irgendwie die Lag Compensation. Dabei bin ich ja ein großer Gegner von der FMG 9 im Akimbo-Modus und von Tubes. Allerdings muss ich sagen, wenn man 6 Wochen lang einfach nicht genervt war von FMG 9 Akimbos und wenn man 6 Wochen lang nicht von GLs genervt wurde, dann ist es irgendwie gar nicht so schlimm. Also in dem Spiel ist es natürlich so, dass man sich ein bisschen ärgert, aber dann spielt man ganz normal weiter. Ist ein ganz schöner Moment, würde ich mal sagen. Man regt sich nicht so viel auf. Allerdings bin ich mal gespannt, wie lang dieses Gefühl anhält. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch wieder umschlägt und wenn ich jetzt in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr MW3 Spiel, kommt ganz sicher wieder der Punkt, wo ich sage, jetzt reicht's mir wieder. Für die nächste Zeit werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen zocken, eben solange es geht, ohne dass ich mich extrem aufrege. Ja, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie ihr die Map Terminal findet, auch im Vergleich zu MW2, also welche Version von Terminal gefällt euch besser, die Version aus MW2 oder die Version aus MW3? Vielleicht ist es ja sogar so, dass ihr irgendwie sagt, MW3 hat die Map besser gemacht oder ihr findet, dass MW3 die Map verschlechtert hat. Also ich finde die Map besser in MW2 und ein bisschen schlechter in MW3, allerdings ist es jetzt nicht so extrem, die Map spielt sich immer noch klasse, da wurde einfach gute Arbeit geleistet und mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr die ganze Sache seht. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bye.